es gibt eine ganz besondere, produktive Atmosphäre in diesem CIF. Und das finde ich ganz besonders auffällig. Das CIF ist, und das muss man vielleicht auch betonen, ist ein Jahr älter als die Universität. Und das CIF ist von dem Soziologen Helmut Schelsky gegründet worden. Der ist auch der grüne Vater der Universität. Und er hatte eine erstaunliche Intuition, dass die Universitären, die Forscher an der Universität eigentlich die Gelegenheit haben sollten, interdisziplinär zu arbeiten und sich interdisziplinär sozusagen ihre eigenen Gedanken zu vertiefen. Dafür, und das war die andere Intuition, die er hatte, dafür natürlich brauchen sie Zeit, weil Gedanken Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Und der Wunsch war, dass ein Ort zu gründen, in dem beides möglich war. Einmal Gruppen zu fördern, die miteinander arbeiten, andererseits ihnen auch die Zeit zu geben, unabhängig von der Reibung und oder Turbulenzen des Alltags in der Universität zu forschen. Wir fördern keine einzelnen Fellows, wir vergeben kein Stipendien für Fellows, sondern Gruppen. Die Themen werden nicht von oben sozusagen diktiert und es wird keine Ausschreibung für bestimmte Themen auch gemacht. Sie kommen wirklich aus der Wissenschaft selbst und werden an uns angetragen. Und das heißt, es ist völlig offen. Es ist geprägt von einer außergewöhnlichen Großzügigkeit, nicht nur in den Räumen, man sieht das auch in den Räumlichkeiten, das ist offen, aber auch, auch in diesem Verfahren, wie ich sagte, dass man bereit ist, auch Projekte zu fördern, die nicht nur universitätsgebunden sind hier an der Universität Bielefeld, sondern wenn Forscher aus ganz anderen Universitäten sich bewerben würden und wirklich die geniale Idee haben, dann würden wir die fördern mit den Geldern der Universität Bielefeld. Das finde ich eine besondere Großzügigkeit und es ist ein besonderes Vertrauen in dem Potenzial der Fruchtbarkeit durch anderen Forschung für den Standort Bielefeld. Ich glaube, man kann das CIF so als ein Inkubator von Ideen und von Impulsen sehen, die der Universität zugutekommen. Und umgekehrt, das CIF lebt von Anträgen, die eigentlich von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus der Universität Bielefeld, das sind ungefähr so 50%, die beantragt werden, einfach die gestellt werden. Das heißt, es ist auch schon eine große Synergie zwischen den beiden.